So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Wir machen heute die Questline hoffentlich zu Ende. Beim letzten Mal hatten wir einen Wichser auf dem Dach. Entschuldigung, Wortwahl. Aber das war wirklich, falls ihr es nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt euch reinziehen. Eigentlich war beim letzten Mal geplant, dass wir hier die ganze Questline machen. Aber dann ist etwas passiert. Egal, deshalb machen wir heute weiter. Das heißt, wir invaden. Und ich würde das nochmal hier machen. So wie ich das verstehe, wird man einfach in der näheren Region beschwört. Letztes Mal waren wir ja hier so. Ich glaube, hier war das irgendwo. Deswegen, ich bin gespannt. Vielleicht reisen wir auch mal ganz woanders hin. Zu einem ganz anderen Ort. Ist die Frage. Ja, genau. Wir sind wieder im Seenland. Ja. So. Besiegt Krevan. Magier. Das ist er. Okay, ich glaube, die Dinger fliegen auf eins zu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das wird knackig. Ich meine, wir können ihn einfach... Oh mein Gott. Okay. Also das Ding ist, ich kann die Spells alle nicht. Krass. Das war heftig. Aber ich glaube, das ist ganz normal, ne? Also ich meine, wenn man jetzt relativ blind bislang gespielt hat, nicht auf Magier, und dann jetzt anfängt, PvP zu machen, muss man auch erstmal die ganzen Dinge erfahren. Es ist ja in jedem Game so. Auch bezeichnend war früher für mich dahingehend League of Legends. Also, ne? Andere Champions kennen mit all ihren Fähigkeiten, um das dann einordnen zu können oder einschätzen zu können, was gegen einen gewandt wird. Ich glaube, da muss ich mich jetzt erstmal durchbeißen, gerade gegen Magier. Das ist der Typ einfach wieder. Okay, geil. Revanche. Komm da bitte runter. Warte mal, ich glaube, wenn ich da unten dran stehe. Ja. So, aber ich muss auf jeden Fall an ihn dran. Also ich. Was war das? Also. Ach so, das ist dieser Regen. Scheiße. Ich würde ihn gerne nochmal invaden. Okay, also wenn er so zaubert, lila und nichts passiert, dann kommt dieser Regen da runter. Es ist schon eklig. Also man muss halt... Ich glaube, man hat da zwei Optionen. Entweder man versucht echt alles zu dodgen, da hat er... Aber er macht Chip-Damage mit seinem Zeug. Also alles zu dodgen erscheint da sehr schwierig. Gerade wenn diese vielen Geschosse auf einen reinhageln. Aber das wäre so der Weg, dass man versucht, dass er umgeht. Ne? Oder man versucht, da wirklich nah ranzukommen. Aber dann ist die Gefahr, dass er dann auch einen richtig starken Nahkampfangriff hat mit seinem... Das hier ist Magier-Samurai, glaube ich. So, das ist er doch wieder, oder? Ich will Revanche. Noch eine. Ne, besiegt Int... Int irgendwas. So, wo sind wir denn? Ah, das Gebäude kenne ich doch. Nein. Bitte geh da nicht hoch. Hey! Okay, er bufft sich. Das würde ich erstmal abwarten. Die Rüstung hätte ich gern. Auch den Hut. Ich finde, das ist ein übel geiles Outfit. Aber ich bin eher so der Jüngling, ne? Hier mit dem Schnurrbart und diesem Reifen. Ich bin so ein adliger Fechter. So. Wann läuft denn dein Buff ab? Läuft der überhaupt ab? Sehr gut. Thank you.
worth die Trades. Ja, ja, ja. Okay. Die Hellebarde outranged mich ein bisschen. Das war's, oder? Nee. Jawohl! So, dann verbeugen wir uns nochmal, du Affe. So. Das war aber spannend. Das war tough. Also ich finde es halt geil, was für Builds man sieht. Oder? Also dass man wirklich so auch irgendwie Inspiration bekommt. So eine Feuerhellebarde und dann... Also war schon krass auf Range. So, wo wollen wir denn mal fighten? Wir wollen irgendwo fighten, wo es richtig wehtut, oder? Hier so irgendwie. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht. Es gibt ja vielleicht auch so richtige Hotspots, weiß ich auch nicht. Und mich würde mal das Matchmaking interessieren. Aber ich meine, da könnte ich auch ein bisschen zu googeln oder mir YouTube-Videos anschauen, wie die funktionieren. Hm? So. Ja, hier wäre, glaube ich, nice. Auf den Dächern oder so. Also, ist ja so ungefähre Gegend, ne? So, Abfahrt. Den können wir nochmal abstechen. Ja, also so Outfit-technisch finde ich das so ganz schick. Es sieht halt richtig... Ich find's einfach witzig. Ich hab so ein... Also weil so sah ich schon sehr früh aus mit dem einen Großdegen. Nur da hatte ich noch ein Schild und leichtere Klamotten. Jetzt mittlerweile habe ich halt ein bisschen Karriere gemacht, ne? Ich hätte gern noch Beine, die vielleicht ein bisschen einen goldeneren Ton haben. Aber ja, vielleicht ändere ich meinen Style noch, wer weiß. Wir können, solange das läuft, hier actually ein bisschen Seelenfarm. Huhn. Oder? Vielleicht ist hier aber auch nichts los. Weiß ich nicht. Hier stelle ich es mir auf jeden Fall... PvP-technisch ziemlich geil vor. Aber irgendwas klingelt hier und habe ich noch nicht entdeckt. Hör doch mal auf, Diggi. Oh. Das ist ärgerlich. Ach, da ist auch noch einer. Aber ich glaube, da kommt noch einer angerannt. Schlangenmensch will mich. Ja, hier PvP muss übel geil sein. Aber anscheinend ist hier nicht so viel los. Weil es dauert länger. Ne? Aber was klingelt denn hier so? Ist hier irgendwas noch versteckt, was ich nicht kenne? Ich finde es aber immer ganz schwer, das zu orten. Klingt so, als wäre das da irgendwo. Okay, ich glaube, wir gehen aber mal woanders hin. Weiß nicht, vielleicht... Hier vorm Aufzug? Ich glaube, das ist auch sehr tough. Wenn ich da mit Mobs zusammen kämpfe. Ja. Wobei sich da wahrscheinlich einfach nicht so viele Leute aufhalten. Ne?
Ach, ist das jetzt verbraucht? Weil hier sind schon auch, da sind diese Reiter, wenn man jetzt dem Weg folgt. Und die knallen schon auch ganz gut rein. Ich würde damit gerne ein bisschen ausprobieren, so, welche coolen Orte es halt gibt. Ne, meinte ich ja schon letzte Mal. Hier, die meinte ich. Wait, ist das nicht, so ein Nachtdude? Ja. Das ist so ein Nachtdude, der immer nachts da ist, ne? Den habe ich noch gar nicht gemacht. Was hat denn der für eine Waffe? Hellebarde. Oder? Actually, gute Frage. Oder ist es so ein normaler Ritter? Ne, das scheint wirklich, ich weiß nicht, wie heißen die nochmal, die Typen? Ja, du. Aber mein Invade läuft jetzt gar nicht mehr, ne? Ja, eigentlich wollte ich das jetzt nicht machen. Invasion läuft, okay. Ich glaube, hier treibt sich halt niemand rum. Wir können das hier nochmal am See machen. Ich glaube, da ist viel los. Aber jetzt wurde, glaube ich, jedes Mal einer verbraucht. Naja, notfalls muss ich die irgendwie vielleicht neu kaufen. Oder habe ich die jetzt... Achso, ich bekomme die wieder, wenn es nicht geklappt hat. Gut. Ja, hier geht doch bestimmt was, oder? Ich weiß noch nicht, wonach sich das richtet, also... Gut, ich habe kein Passwort. Ich glaube, wenn man ein Passwort macht, kann ja Mehrspieler Passwort eingeben. Aber guck mal, jetzt kommt auch gar nicht irgendwie das... Nee, hä? Ach so, läuft. Ja. Okay. Läuft. Ich weiß nicht, findet man halt nur Leute auf seinem Level? Oder... Ja, vermutlich, sonst wäre er komplett dumm. Gibt es da so das perfekt geeignetste Level für? Wahrscheinlich, ich glaube schon. Ja. Hm. Hier geht auch nichts. Ja, oder wir machen das da echt nur in Liturnia, oder wie die Scheiße heißt hier. Hier zu diesen Türmen muss ich nochmal hin. Ja. Oh, hier wäre auch eklig. Mal da mal hin. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen ausprobieren. Ach, vielleicht... Hm. Also das Ding ist oben bei dieser Torstadt. Da ging es halt immer instant, ne? Also fast instant. Das war schon... So. Mal gucken. Es gibt dafür bestimmt so die... Ja, wobei, man verabredet sich ja nicht. Also es ist ja nicht dieses Duell-Ding. Das hier quasi, ne? Oder das. Na gut. Also, ich kann ein bisschen erzählen, wie das jetzt noch abläuft. Also wir müssen das, glaube ich, mindestens dreimal, vielleicht sogar fünfmal machen. Ich meine, dreimal haben wir schon gemacht. Wir können actually auch einmal gucken, ob wir nochmal mit dem Questgeber sprechen. Ja, komm. Ich meine, wir können immer noch in einer anderen Folge gucken, ob wir an coolen Orten das machen. Ja. Aber das ist dann vielleicht auch etwas, was man so ein bisschen zusammenschneidet. Hier hat das ja wunderbar funktioniert. Das heißt, wir machen das hier jetzt nochmal. Das Seenland. Ja, hier hat das echt am besten funktioniert bislang. Und wir können schon mal nach Westen reiten. Ich hoffe, es bleibt bestehen, während man reitet. Ja. Zu der Kirche nochmal. Diese Blumen, ne? So. Vielleicht. Oh, Lambkin.
Es reicht tatsächlich. Ja, gerne. Scheiße. Oh mein Gott, hoffentlich ist die Quest jetzt nicht buggt. Das wäre... Oh! Was sind wir denn, Digga? Netzwerkfehler. Was ist jetzt los? Ach du Scheiße. Hä? Wo sind wir jetzt, Alter? Okay, hier neben. Gut. Oh Gott. Ich hoffe, jetzt funktioniert noch alles. Servus. Oh Gott sei Dank. So, also er freut sich. Wir haben das gemacht. Es war toll. Ja. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Gerne. Luminary Moog has strength, vision, and of course. Ist ein toller Typ. Klar. So, what do you say, my lambkin? Jalla Abfahrt. Yes. Who would have it now? Gunst des Fürsten des Blutes. Soak the cloth with a maiden's blood. Normally this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. Okay. Jetzt halt die Frage. Wo muss ich hin? Wo habe ich diese Maiden, den Zettel hier? Hier bestimmt, ja, da war's. Tränkt den Stoff mit dem Blut einer Jungfer. Das Blut einer beliebigen Jungfer reicht vollkommen. Ihr seid ja schließlich jungfernlos. Okay. Wo musste man jetzt nochmal hin? Jetzt musste man... Genau, man musste jetzt hier hin. Die vier Glockentürme. Und da... muss man... Das habe ich gelootet. Das hatte so einen Schlüssel inne. Und dann muss man hier mit dem Schlüssel durchs Portal. Genau. So. Hier war ich halt schon mal, deswegen hatte ich den Schlüssel schon, den bekommen wir da oben. So, und jetzt reisen wir hier an einen anderen Ort. Und surprise, das ist tatsächlich ein Ort, den wir schon kennen. Wo wir aber nie wieder, wo man nur einmal ist eigentlich. Und zwar ist es die Kapelle der Erwartung. Das ist quasi das Intro. Und wer das gespielt hat, weiß, da war ein Boss, der einen fertig gemacht hat. Sind wir ehrlich. Und da gucken wir mal. Ich kann nicht einschätzen, wie stark der ist, aber ich gehe davon aus, dass er eigentlich ziemlich machbar jetzt ist. Kann man beschwören? Okay, gut, der ist absolut machbar. Oh oh. Jetzt hat er sich gebufft. Ja gut, der ist ja wirklich absolut machbar. Okay. Ornamentes Schwert. Goldener Bestienschild. Junge, wie einfach... Okay, da ist es. Talent goldene Härte. Kreuz die zwei Schwerter, um ihre Angriffe mit heiliger Essenz zu stärken. Ist dieser Effekt aktiv, werden starke Angriffe als Kombo mit zwei Waffen ausgeführt. Aha. Interessant. Ich habe generell so Bock... Also was ich gerade...
oft eigentlich nur will, ist, ich will dieses Spiel durchspielen, alle Waffen, alle Gegenstände sammeln und dann unterschiedliche Builds ausprobieren. Ich bin mit dem hier schon ultra zufrieden, muss ich sagen, weil einfach dieser Move hier mega geil ist. Man macht den, dann macht man schwere Angriffe und dann ist eigentlich jeder tot. Richtig nice. So. Jetzt müssen wir wieder zum Anfang rennen. Es ist so krass, ne? Also ich habe eben die letzte Folge aufgenommen. Und da habe ich mich ja am Ende so krass gefreut, dass ich aus voller Kehle richtig heftig geschrien habe. Und dabei hat sich irgendwie meine Stimme so verschlagen, dass die jetzt so ein bisschen ist. Das habe ich... Oh, lol. Die mit diesen Klingenklauen. Klingenklauen. Das habe ich eigentlich nie. Meine Stimme ist so krass robust. Über die Jahre antrainiert. Aber irgendwie, durch den Schrei vorhin, hat irgendwas knack gemacht. Einfach... Ja, räuspern soll man dann ja nicht. Alter, geilo. So. Und jetzt sollte hier eine Jungfer liegen. Und die hat Blut. Stoff mit dem Blut der Jungfer trinken. Fertig. Wieso, wenn man beim Abwaschen beim Abwasch kleckert und die Scheiße dann mit dem Geschirrspülhandtuch aufhängt. Ne? So in etwa. Warte mal. What? Da liegen meine Runen? Hä? Bin ich gestorben? Hä? Ach, das war wegen dem Disconnect irgendwie, diesem Netzwerkfehler, kann das sein? Hä, das waren ja einfach keine. Hä, hatte ich nicht 30.000 Ruhm? Oh, alles klar, ey, weiß ich Bescheid. Frechheit. Absolute Frechheit. Okay. So, jetzt, ich glaube, das sollte es jetzt sogar gewesen sein. Achso, ich muss absagen. Ah, my love, you've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. Jetzt bricht er ihn. Blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Dann hier, zieh mal. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Geil! Never forget that feeling of agony. Okay, Digga. Which is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkin. Okay. Oh, another thing. You should have this. Aha. Medaille des Reinblutritters. Oh, Junge. Dynasty with the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you, but you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moogwin dynasty commences. Aha. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure. Aber wann? Ah. It is trying. One day you will be elevated. Is right, my lambkin? Muss ich dafür... Ah, one day, muss ich dafür x Leute killen oder so? Das schauen wir uns nochmal an. Aber das sieht... Es sah jetzt aus wie ein Talisman eigentlich. Bin ich early? Wo habe ich einen Talismaner? Hier.
Oder? Nee. Sah wirklich aus wie ein Talisman. Dann ist das bestimmt... Hier, oder? Guck mal, was bringt mir das jetzt? Okay, nichts. Dann, nö. Wo habe ich das denn? Ich hatte jetzt nicht drauf... Jetzt geht wieder Suchen los. Ich hatte jetzt nicht drauf geachtet, welche Symbolik da dran war. Ah, da. Benutzt dies, um eine Audienz beim Mock zu erhalten. Aber nicht hier und nicht heute. Denn Mock schlummert noch immer neben dem Göttlichen. Habt Geduld, die neue Dynastie ist nicht mehr fern. Alrighty. Dann weiß ich es mal wieder. Okay, dann würde ich den blutigen Finger jetzt mal ausprobieren. Oder? Wollen wir das wieder hier machen? Also, erster Invade mit dem blutigen Finger. Geil. Ja, normalerweise, ich glaube, die verbrauchbaren, die kann man auch nicht craften, wenn ich da richtig liege. Zumindest habe ich das Rezept dafür noch nicht. Sollte das gehen. Aber man kann die halt bei manchen Händlern kaufen. Aber auch nur immer so zwei. Also nicht viele. Ja. Deswegen ist das Item halt ziemlich nice. Ich wollte es unbedingt haben. Aber jetzt kann ich immer invaden. Aber ja, ich muss irgendwie noch herausfinden, wie das genau funktioniert. Also auch in Bezug auf Region, wo und wie und bla. Und woran das liegt, wenn es länger dauert oder nicht. Weil, sind wir ehrlich, also es müsste ja alles voll mit Spielern sein. Mit SpielerInnen. Oder? Also, überall. Woran liegt es, dass es mal länger, mal weniger lang dauert? Also nicht alle am Online-Spielen an, klar, aber es sind ja so viele SpielerInnen aktuell. Also Millionen. So. Ist ja alles voll. Wie sehen sie nur nicht? Deswegen, also, ob ich das noch irgendwie optimieren kann oder ob es Spots gibt, die besonders groß sind. Also, es ist ja wahrscheinlich immer so regionsabhängig. Und wenn es so regionsabhängig ist, die Regionen sind ja wahrscheinlich unterschiedlich groß. Dass man halt eine möglichst große Region nimmt. Und oder wahrscheinlich zu welcher Uhrzeit. Ist vermutlich auch noch wichtig, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, jetzt geht's hier nicht. Vorhin ging ja immer gut. Ja. Invasion einer anderen Welt läuft. Ne, Invasion einer anderen Welt läuft. In einer anderen Welt, oder? Invasion einer anderen Welt. Okay. Auf jeden Fall ist das das Zeichen dafür, dass losgeht. Gut. Oh, da ist noch ein anderer. Bei wem soll ich spielen? Monke. Besiegen. Okay. Holy shit, macht der Damage. Holy shit, macht der Damage. Ein bisschen laggy. Okay, der hat krass viel Damage gemacht. Also wirklich krass viel Damage. Boah, nicht schlecht. Und da frage ich mich halt wieder, hey, jetzt habe ich 18.000 Runen erhalten. Hey. Und da frage ich mich halt wieder,
Hey, jetzt liegen... Da, wo ich gestorben bin, meine krass. Hä? Okay. Das erklärt, warum da die Runen lagen. Hier bin ich eben gestorben. In einer anderen Welt. Okay. Ja, jetzt sind es wieder 30. Dann waren... Großteil meiner Seelen irgendwo verbuggt. So. Jetzt wollen wir noch eine andere Sache probieren. Und zwar, man kann halt auch so Duelle machen. Ohne diesen Finger. Dafür sind die anderen Items da. Und dafür gibt es Hotspots. Und ein Hotspot ist wohl hier. Das heißt, wir haben hier zwei Items. Krummfinger des Duellanten und kleine rote Statue. Werdet ihr gerufen, reist ihr zu der Hand. Okay, das heißt, hier kann man mich jetzt rufen, glaube ich. Und hiermit... Nee. So, ne? So, und das andere sagt... Also jetzt... Ah, wie funktioniert das? Also jetzt ist hier ein Rufzeichen. Und das sehen andere, wenn die was Bestimmtes gemacht haben und können mich herbeirufen, dann gibt es ein Duell. Und ich glaube, herbeirufen tut man hiermit. Sendet ein Wettkampf-Rufzeichen an mehrere Herbeirufungsreserven in der Nähe. Holy shit! Da ist ein Katapult. Entspannt euch. Okay, das heißt, ich muss Herbeirufungsreserven erst aktivieren. Das sind diese kleinen Statuen, ne? Guck mal, hier sind auch, haben die hier was geschrieben. Okay, ne. Okay. Okay, ich gebe mal Gas hier. Ah, da wird geschossen. In den Lauf? Okay, krass. Okay, die klären wir erstmal. Ich glaube, es geht los. Als ich hier das letzte Mal war, war hier nichts los. Krass. Ich wollte eigentlich nur PvP machen, Leute. Das Daumen wird auch geschossen. Ich wollte nur PvP machen. Scheiße. So. Also, nochmal zum Thema. Sendet ein Wettkampf-Rufzeichen an mehrere Herbeirufungsreserven in der Nähe. Nur an aktivierten Reserven. Was sind Herbeirufungsreserven? Das sind, glaube ich, diese Statuen, die man aktivieren kann. Die gibt es oft bei Dungeons zum Beispiel. Die sind ja auch für kooperatives Spiel da. So, jetzt habe ich gedacht, dass, ach du Scheiße. Die hat sich ja richtig eingebunkert. Ist hier irgendwo eine Herbeirufungsreserve? Das ist, die Frage, ja. Okay. Gut, ich glaube tatsächlich... Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Dann machen wir jetzt hier einfach wieder den. Zack. Hier wäre auch krass. Junge, die werden ja hier dauerbeschossen. Ja, ansonsten können wir jetzt hier nochmal nach einer Herbeirufungsreserve suchen. Und vielleicht hier einmal diesen scheiß Turm. Ach nee, da müssen wir oben rum. Genau. Servus. Bin ich aus Versehen auf ihn drauf gedroppt. So. Aha, jetzt geht's los. Krass. Ja, jetzt bin ich gespannt, wo ich rauskomme. Wie
Vielleicht ist auf der anderen Seite der Brücke die Herbeirufungsreserve. Ja, ja, muss ich mich nochmal belesen. Okay, wir sind im Schloss. Und ab geht die Party. Und die beiden hat er leider schon geklärt. Teilung. Wir sollen Teilung besiegen. Teilung, wo bist du? Teilung? Da oben. Okay, dann weiß ich wo. Aber anscheinend ist hier alles geklärt, ne? Ja. Aber da drin kann man doch nicht kämpfen, oder? Glaube ich. Da ist er. Servus, Teilung. Oh, es sind zwei. Der hat einen Mate. Also die Mates halten halt deutlich weniger aus. Macht schon Sinn vielleicht die, ich tue mal so, als ob ich den nicht sehe. Ich liebe den Move. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Junge! Ich habe aber keine Pots mehr. Aber er müsste auch nicht mehr so viel haben. Ich habe leider... Ich brauche mehr Ausdauer. Man merkt es richtig, für PvP brauche ich mehr Ausdauer. Weil ich kann nach dem Move immer nicht nachsetzen. Weil er hat, glaube ich, auch kein Healing mehr. Kann das sein? Okay, jetzt probieren wir mal was aus. Erstmal ein bisschen rollen lassen und dann. Ja, ja. Bisschen mit Delay, ne? Kenn ich. Oh. Scheiße. Oh, das hat nicht so viel Range. Habe ich ja Glück gehabt. Was macht denn das? Blutiger. Naja. Na komm, spring.
hast du noch Healing? Junge, das war tight. Erst habe ich den einen Typen verarscht, weil er dachte, ich sehe ihn nicht. Junge, das macht übel Bock. Das macht übel Bock. Geil. Ja, wir gucken jetzt noch einmal, ob vor der Brücke die Herbeirufungsreserven sind. Ey, und ich finde es halt cool, dass man dabei auch so ein bisschen Ruhen macht. Ich meine, ich krieg nicht immer viel, glaube ich, oder? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ob man, what the fuck, für jeden Kill irgendwie was kriegt oder wie das ist, ja. Wie kann man denn mir so perfekt in den Lauf schießen? Muss ich verarschen? What the fuck? Okay, so. Also ich habe gehört, diese Brücke hier ist so ein PvP-Hotspot für diese Duelle zum Herbeirufen. Aber anscheinend braucht man Herbeirufungsreserven in der Nähe. Okay, ein zweiter Punkt, einfach nur nochmal um zu checken, um zu gucken, war glaube ich hier. Da wird glaube ich auch duelliert. Ja. Vielleicht brauchen wir auch eine Dings, eine Medizin, aber ich glaube das ist nur für Koop hier. Also es gibt ja auch die... Es gibt verschiedene Rufzeichen. Gold steht für Krummfinger Gäste. Rot steht für Duellanten. Ach, das muss ich einsetzen. Dann sehe ich die. So. Jetzt tauchen eventuell Geschichten auf. Weil das mache ich immer, um mit Sterzig zu spielen. Das ist halt dafür da, da kann ich ihn dann herbeirufen oder er mich. Jetzt muss der Host aktivieren, dann sieht der die Symbole, die Rufsymbole auf dem Boden. Aber das dauert auch manchmal eine Weile. Und manchmal muss man da auch so ein bisschen... Also es gibt da auch immer mal wieder Netzwerkprobleme. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so flawless ist. Oder, ja. So, jetzt probieren wir nochmal das. Wettkampfrufzeichen wird an... Ach so. Ich mal das auf den Boden und dann... Hä? Okay, also es ist alles nicht so gut in-game erklärt, finde ich. Also ich steig da einfach nicht so ganz durch. Naja, egal. Aber das wäre nochmal etwas, da könnte ich mich ein bisschen reinfuchsen. Oh! Ich werde gerufen. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo ich rauskomme. Also irgendwer hat mein Scheiß-Symbol gesehen und mich jetzt herbeigerufen. Krass. Also es hat funktioniert. Ja, tatsächlich hier. Hier, genau, an so einer Herbeirufungsreserve. Krass. Okay, wollen wir anfangen, oder? Hey! Hey! Okay, und ich glaube, das sind die großen Schwitzer. Ich kann mir vorstellen, dass das die Schwitzer sind. Touché. Und da würde mich jetzt wieder das Matchmaking interessieren. Welches Level ist er? Welche Stufe hatten seine Waffen und so weiter? Ja. Aber auch da, ne? Wir sind beide ineinander durch, aber er hat mich getroffen und ich ihn irgendwie nicht. Der hatte das Ding, glaube ich. Oder das? Ja, das hatte der, glaube ich, ne? Glaube schon. Ja, krass. Okay, Leute. Warte mal. Dann erstmal Runen wieder einsammeln und... Einmal die Herbeirufungsreserve checken. Wo war die? Da. Okay, und wenn ich jetzt... Genau, ich muss die aktivieren. Ja? Nee. Nicht? Doch. Kann man die nicht irgendwie so anwählen?
ich check halt nicht, wie ich andere Rufzeichen sehe. Also, ich kann meins auf den Boden malen und dann zu so einem Rufzeichen schicken lassen. Und da war es ja da, ne? Also, haben die Leute ja dann anscheinend gesehen und aktiviert. Was hängt irgendwie mit diesen Dingern hier zusammen? Na gut, aber es hat irgendwie geklappt. Kann man sich nochmal reinfuchsen. Ja. Okay, dann verabschiede ich mich für heute, Leute. War wieder eine nice Session. Und, ich stehe voll auf Blutbilds, muss ich sagen. Also, seiner hat eben auch richtig geklatscht, ne? Holy shit. Frage ich mich, wie viel... Naja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi.